brauche erstmal hier so ein bisschen Verbrauchsartikel, Kleidung. Ja, komm, hier habe ich den Takedown auch schon. Mündungsbremse. Macht mehr Schaden. Ja, komm, machen wir mal die Mündungsbremse. Geht zwar die Treffsicherheit weg, aber egal. Was haben wir? Können wir Equipment haben wir alles. Waffen haben wir auch alles. Bis auf den Freiheitswerfer, den können wir jetzt mal holen. Und wir können die sogar verbessern. Jetzt warte mal, Sturmgewehr, ne? Können wir es verbessern? Ja, können wir. Mach's direkt nochmal. Und das Kampfgewehr. Alter, 3750. Beziehungsweise Präzisionsgewehr können wir upgraden. Jetzt haben wir das Sturmgewehr schon mal geupgradet. Ich möchte auch noch die Mündungsbremse eben dran bauen. Warte mal, geht das? Kann ich das hier machen? Lauf. Ach, ein Griff. Ach, guck mal einer an. Lauf vorne. Ich habe vom letzten Feuergefecht. Mündungsbremse. Cool. So, da bin ich mal gespannt. Das müsste ja eigentlich dann jetzt ein bisschen besser gehen. Und wir können mal uns ein bisschen hier ein paar Granaten wieder bauen. Ich nenne sie mal Granaten, obwohl es eigentlich Sprengstoff heißt. Ich weiß nicht. Ja. So, sonst haben wir alles. Verdammte Dinger, das muss einfach nicht funktionieren. Okay, Treffsicherheit, Feuerrate, Schaden, ja. Reichweite, das passt aber alles soweit. So, dann können wir jetzt eigentlich uns hinbewegen zur nächsten Base in your face. Ich glaube hier, Sendeempfänger in Old Town, den können wir mal freimachen, weil dann kriegen wir nämlich die ganzen Radio-Locations und so. Wenn wir schon auf dem Weg sind. Uah, da kam gerade ein Lustschiff. Gott sei Dank hat uns es nicht gesehen. Guck mal, im Sendeempfänger ist nicht viel los. Hallo, mein Freund. Das ist das. Na komm, ey, das ist. Das gibt's doch gar nicht. Es ist so lächerlich manchmal, ne? Wie viel wir vertragen? Wir vertragen nichts. Ihr möchtet nicht wissen, wie oft ich schon gestorben bin. Ihr könnt es ja mal gerne zusammenzählen in den ganzen Folgen. Und dann mal in die Kommentare schreiben. Es ist so witzlos manchmal. Weil du läufst. Und die treffen so sicher. So Brady, sicher, dass sie nicht in diesem Wohngebäude steht der KVA-Sendeempfänger von Old Town. Wenn du das System hacken kannst, können wir die KVA-Aktivitäten in der ganzen Zone überwachen. Jupp, das kriege ich hin. Ich denke schon. Ich muss nur irgendwie darauf kommen. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Komme ich hier rauf? Nein, aber ich komme hier rauf. Nicht einfach. Ah, so geht's auch. So. So, jetzt muss ich. Oh Gott. Super Mario-mäßig. It's a bee, Mario. So, da haben wir schon den Sendeempfänger. Wie geil. Cool. Das heißt für uns, wir sehen jetzt gleich, wo was ist auf der Karte. Sendeempfänger in Old Town. Hui, ich sehe schon ein Radio. Noch ein Radio. Motorrad. Kisten. Motorrad. Radio. Noch mehr Stay. Alter, wie viel Scheiße gibt's denn hier? Alter. Da haben sie nochmal richtig alles reingeworfen, die Entwickler. Alter, Verwalter. Das ist ja unglaublich. Okay, würde sagen, machen wir. Machen wir erstmal hier den Bereich frei und dann die Radios hier erstmal kassieren. Wenn wir da schon in der Nähe sind. Autsch. Brady, du befindest dich in der Nähe der Ruinen der Jay Harris Klinik. Bevor die KVA die Zone gesichert hat, haben wir uns dort medizinische Vorräte besorgt. Sieh nach, ob es dir gelingt, den Widerstand dort wieder Fuß fassen zu lassen. Sicherheit. Die Frage ist nur, was brauche ich hier? Medizinische Vorräte nicht enthalten. Das heißt, was heißt das jetzt für mich? Nicht erhalten? Ja, was heißt denn das? Alle roten Zonen sind da. Ja.
Gibt's gar nicht. Die wissen sofort, dass ich hier bin. Das ist... Alter, das ist so witzlos. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Medizinische Vorräte sind nicht... Ja, voll. Was heißt denn das für mich? Heißt das, ich muss jetzt hier Pinzette, Tupfer und Schere und alles so organisieren, oder? Ich finde in der Klinik versteckte Medizinvorräte 0 von 8. Ach du heiliger Strohsack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das bei Nacht, natürlich. Wenn ich jetzt wüsste, wie die aussehen. Ich mach mal die Taschenlampe aus. Die blenden manchmal sehr, muss ich sagen. Manchmal spielt sie es, glaube ich, besser ohne. Ich glaube, da könnten Medizinvorräte sein, oder? Hier ist ein X auf der... Autonomen, nein. Okay. Hätte ja sein können. Hier vielleicht. Was ist das hier? Okay, da lag wohl irgendjemand. Huch. Habe ich mich jetzt erschrocken, Alter. Da die Jungs. Die drei von der Tankstelle. Ich frage mich, wie sehen denn hier die medizinischen Vorräte aus? Ich habe gerade vor, mit dem linken Stick reinzudrücken und dann die Gegend abzuscannen, so wie bei No Man's Sky. Ja, ich bin noch No Man's Sky geschädigt. Das ist, tut mir leid. Wie sehen denn bitte medizinische Vorräte hier aus? Hier sind Kartons. Da ist bestimmt jede Menge Medizin drin. Ganz ehrlich. Oder noch höher? Nee, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier ist ein X. Hier vielleicht. Natürlich. Es sind Kisten. Aha. Das ist schon mal gut zu wissen, weil man muss es ja wissen, ne? Es ist ja... Der Bereich zählt dazu. Ernsthaft. Damit man noch schön... Und der wahrscheinlich auch. Ach komm. Okay, ich will so gut es geht unentdeckt bleiben. Ernsthaft jetzt. Jetzt muss ich echt runter. Und es gibt eine Etage. Da ist eine Kiste, Alter. Was? Ach komm. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Warte mal, dann war das ja, das Kreuz an dem Automaten war ja dann doch ein Hinweis, oder? Wenn ich das richtig deute. Wo war nochmal der? Ach, der war unten, ne? Da. Aber da ist nichts drin. Oder ist dahinter ihr? Ach, hier! Natürlich. 3 von 8, okay. Ein Kreuz markiert die Stille quasi. Und, ja, dann schauen wir doch mal. So, 3 von 8 da drüben können wir natürlich auch. Wir haben da schon mal Besuch. Oh, hier drüben ist ein Radio. Darf ich das Gebiet verlassen? Ja, darf ich. Wo ist das? Das Radio ist im Bus, oder? Ja. Aber wenn ich hier bin, mache ich das eben. Und hier drin ist auch ein Radio. Wir müssen ja sowieso hier rein. Deswegen kann ich auch hier das Radio mitnehmen gleichzeitig. Da ist es. Sehr schön. Wo ist denn hier ein X für markiert die Stelle? Die Leute nennen Tagebuch. Oh nein. Oh nein, jetzt quatscht die wieder. Krieg hinterlassene Narben, das sehen wir gleich. Und ihre Lautsprecher durchsagen laufen rund um die Uhr im Garten. Warte mal eben. Sank, hält jetzt die Schnauze. So, Tagebuch. Krieg hinterlassen Narben. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen, Plato. Jeden Tag umgeben mich von Menschenhand geschaffene Gräueltaten. Vor meiner Tür stapeln sich die Leichen, die von anderen sogenannten Menschen hergeschleppt wurden. Jene, die ich rette, sehe ich einen Tag später wieder. Sie sind entweder tot oder dem Tode geweiht.
Wie kann man in so einer unheimlichen Welt nur selbst Menschlichkeit bewahren? Wie kann man sie bei jenen wiederherstellen, die sie scheinbar beiseite gelegt haben? Solange beide Seiten sich als Feinde ansehen, solange Unstimmigkeiten mit Gewalt anstatt Wörtern gelöst werden, wird dieser Kreislauf der Zerstörung nie ein Ende nehmen. Krieg gehen vielleicht vorüber, doch die Wunden, die sie verursachen, seien sie physischer, mentaler oder nationaler Natur, werden immer bleiben. Und der Kreislauf beginnt erneut. Krieg bleibt immer gleich. Ich wollte nur mal das Zitat nochmal erwähnen, weil es ist wirklich so in der Decke vielleicht hier so ein Kreuz, so wie bei der einen Mission. Nein, schön. Natürlich, ah komm. Das ist ein Scherz, ne? Was passiert, wenn die Kiste... Hier spricht Parrish. Wir erhalten Berichte über einen Unruheherd. Ein Lager wird angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschreiten. Ja, was passiert, wenn die Kiste mal nicht runterfallen würde? Es würde mich jetzt mal brennend interessieren. Und ist hier oben ein Kistchen versteckt? Ein medizinisches Kistchen? Schade. Okay, ich dachte, hier oben würde sich das jetzt auch lohnen. Aber gut, dann müssen wir erstmal... Aber wo soll denn bitte noch eine Kiste? Feuer! So, die Kiste nehme ich mit. 4 von 8. Alter, ach, guck mal hier. Fünf von acht. Wo soll denn hier noch eine Kiste sein? Kiste sein, Kiste sein. Wo soll hier noch eine Kiste sein? Ich bin allein, ich bin allein. Ich bin allein, wo soll noch eine Kiste sein? Ich bin so allein, bin so allein. Hier ist eine Kiste mit Vorräten. Mit Vorräten, mit Vorräten. Was ist denn hier? Der Gang sieht ja geil aus. Hallo? Natürlich, lauf einfach mal neben der Rampe. Du bist so ein Dämlack. Was ist denn das? So. Ein neuer Rekrut des Widerstands. Ist hier vielleicht eine Kiste drin, in dem Van? Nein. Okay, hier ist... Ja. Schauen wir mal hier. Hier im Bus, oder? Der Bus zählt nicht dazu. Hier vorne... Hier vorne. Ah, hier, guck mal an. Na. Alter, was mache ich denn da? Nee, oder? Ernsthaft jetzt? Genau das habe ich mir nämlich gemeint. Ernsthaft jetzt? Ich wollte schon sagen. 7 von 8. Eine Kiste. Alter. Ja. Eine Kiste brauchen wir noch. Ich schaue nochmal oben an den Fenstern. Wenn du mich jetzt nicht gesehen hättest. Wenn die mich jetzt natürlich nicht gesehen hätten. Okay, hier ist nichts. Hallo, Freunde. Wir greifen das Lager an. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Du musst uns helfen. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss gerade Vorratskisten hier im Dings holen. Krankenhaus, wenn ich hier noch eine Vorratskiste finden würde. Nee. Ein Kreuz markiert die Stelle. Oh Gott, das ist ja eine Superei. Aha. Ja, sehr schön. So, jetzt kann ich das hinzufügen und dann haben wir schon die Basis wieder vor uns. So. Sehr schön. Zerstörtes Krankenhaus. Operationsbasis eingerichtet. Yeah. So. Das Spiel speichert und was auch immer hier in der Vergangenheit passiert ist, es war nichts Gutes. Jetzt haben wir die Kontrolle darüber, um anderen damit zu helfen.
Genau, mal wieder. Es hört ja nicht auf. Ich dachte, die Revolution sei vorbei, aber nein, die machen weiter. Wir befreien trotzdem noch weiter die ganzen Leutchen. So, hier soll das Radio sein. Da ist es. Sehr schön. Und hier sind Kisten. Ich weiß, ich höre es die ganze Zeit piepen. War das mal ein Einkaufsladen hier? Könnte sein, ne? Hier so mit Rolltreppen. Oder vielleicht ein Hotel. Man weiß es nicht. Es ist, glaube ich, 5 vor 2. Ich glaube nicht. Es ist, 4 Uhr. So, ich schaue mal eben fix auf die Karte. Und wir werden mal in die Richtung gehen. Dann können wir nämlich hier die Basis mitnehmen, die 2. Das Radio. Und da oben das Radio. Das ist in die Richtung. Ich hoffe, die Story-Mission startet da nicht, aber ist egal. Ja, jetzt haben sie mich gesehen, natürlich. Ach komm. Das Radio habe ich schon mal gefunden. Ist nicht schlimm, sollen sie mich ruhig jagen. Ich gucke eben schnell auf die Karte, mach eben hier die Base. Ist die drüben? Natürlich, da drüben. Der Widerstand hat in einem der Gebäude in deiner Nähe früher eine Rundfunkzentrale betrieben. Sie wiederzuerlangen könnte viel dazu beitragen, die Bewohner zu erwirken. Alter, oha. Wir müssen. Oh, da steht. Oh, warte mal. Ah, hier. Mädels, komm mal hier. Die Rundfunkzentrale wieder gewinnen. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein, ne? Yay. Radioübertragungscenter. Das ist eins Live-Hauptquartier quasi. Sehr schön. Radioübertragungscenter haben wir freigeschaltet. Und hier soll wohl auch ein Radio in der Nähe sein. Das da drüben. Großartige Arbeit, Brady. Da. Wir werden das Sieh dich um und versuch den Tunnelausgang zu finden. Und unsere Nachricht unter der Bevölkerung verbreiten. Schön, dass wir wieder. Sie nicht allein sind und ja, ja. Für ihre Freiheit kämpfen. Ja. Schön, dass ihr alle wieder durcheinander quasselt. Dann kann man das wieder alles super auseinanderfiltern und hören. So, dann lass uns mal. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Das scheint oben im Gebäude zu sein. Ich weiß, dass es hier Hauptmission ist, aber ich würde gerne nach oben das Radio holen. Nur das Radio, mehr will ich gar nicht. Kann ich in dem Gebäude das Radio holen? Ich würde gerne ins Gebäude. Hallo. Hallo, wie komme ich? Und da ist ein Scharfschütze drin. Wie komme ich da bitte nach oben? Ah, hier. Hallo. Sitzt der hier auf der Etage, der Scharfschütze? Oder wo bist du? Hallo. Okay, das Radio ist noch eine Etage. Noch eine Etage höher, wenn ich da hinkommen würde. Wenn ich wüsste, wie. Hier vielleicht. Da komme ich aber nicht hoch. Weil ich erst hier hoch muss und dann hier hoch und dann hier lang. Und da ist auch das Radio auf der Etage, wenn ich es finde. Da ist es. Sehr schön. Haben wir ein paar Ressourcen. Bitte ich euch stark zu bleiben und ihnen den Rücken zu kehren. Warte nicht einfach und es fühlt sich schrecklich an. So. Wir sind voll ausgerüstet, volles Rohr. Die Leute müssen die Konsequenzen sehen, mit denen man rechnen muss, wenn man seine Das haben wir, das heißt, wir können hier. Nee, Quatsch, wir machen jetzt erstmal hier die Basis. Und dann das Radio oben. Weil das liegt ja näher. Hallo! Hallo! Wo ist er hin? Hallo! Genau, scan du mal. Da müssen wir hin. Da oben rein. Okay, links kam schon das Luftschiff. Dieses Apartmenthaus überblickt den Eingang zum Sperrgebiet.
Wenn wir dort einen Beobachtungsposten einrichten, können wir die Bewegungen der Norks in und aus dem Sperrgebiet überwachen. Das Lustschiff, das muss genau jetzt hier lang fliegen, ne? Genau jetzt. Da sind auf jeden Fall Scharfschützen drin, glaube ich zumindest.